Schönen guten Abend von Tiber aus Barwinkel. Natürlich heute wieder aus dem Studio C in Papenburg. Während ich dieses hier sprechen darf, haben wir es, ich gebe es zu, ist es Montag, denn wir haben die Sendung heute vorproduziert für den Mittwoch, an dem ihr es hoffentlich zuschaut. Denn der Mittwoch, den ihr heute habt, ist natürlich der Tag vor Christi Himmelfahrt. Und während einige wie ich dann auch noch gerne ein frommes Gebet sprechen, sind andere auf irgendwelchen Schützenfesten unterwegs und machen da Sachen, die nicht alle wissen müssen. Oder trinken auch manchmal nur Bier. Also insofern haben wir die Sendung auch in unserem Interesse vorproduziert. Und das ist etwas Hassaklawasser gegangen. Ich habe einiges mal einige Themen mal zusammengeschmissen, die aber ganz konkret in der Prüfung auch drankommen könnten. Ich formuliere es mal ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, was drankommt, aber diese Themen, die wir heute Abend querbeet besprechen, sind alle schon mal drangekommen oder können so wieder gestellt werden. Das sind also original Übungsfragen, die auch in Prüfungen verwendet werden. Habe ich mir einfach vorgenommen. Vorab aber einige Ankündigungen. Am nächsten Mittwoch, das wäre dann der 1. Juni, werden wir nicht senden. Tiber Zubi fällt dann flach, denn am Donnerstag, den 2. Juni um 20 Uhr laden wir herzlich ein zu unserem Legehennen- und Elterntier-Webinar. Da werden wir also offiziell auch noch so einladen. Da muss man sich auch zu anmelden unter kraftfutter.tv. Bitte beachten, nicht unter tiberzubi.tv, sondern voranmelden unter kraftfutter.tv. Wer dort bereits registriert ist, kann sich einfach einschalten und auf das Webinar klicken. Alle anderen, die noch nicht registriert sind, bitte vorab dort registrieren. Es ist ganz einfach. Da steht es auch nochmal angeschlagen. www.kraftfutter.tv. Dann können wir auch Bescheinigungen, die sowohl für die Tierwohlqualifizierung als auch für das QS-Audit gelten, ausstellen. Die werden euch dann auch per Post zugeschickt. Also das läuft alles wie Wasser trinken. Kann ein paar Tage Verzögerung bedeuten, weil es immer ein bisschen Verwaltungsaufwand ist. Aber wie gesagt, dort könnt ihr euch eure Bescheinigungen dann auch für Tierwohl oder eben für QS auch erwerben. Also kurze Wiederholung, am 2. Juni um 20 Uhr auf kraftfutter.tv. Legehennen und Elterntier sind wieder diesmal das Thema, nachdem wir schon letztes Mal die Bräuler und Putenmast hatten. So, das war die Vorankündigung. Und dann eine weitere Vorankündigung am 22. Juni, auch ein Mittwoch. Da werden wir dann auch ein Außenevent haben, eine Außenveranstaltung haben, genau. Und zwar bei Tiber. Dort werden dann Bernd Sühlmann, Patrick Meiering und ein paar andere tolle Berufskollegen von euch euch die Chance geben, die Maschinentrainings normal zu machen, also das heißt Pflanzenschutzspritze, Dünger, Streuer und Pflanzenschutzspritze, Düngerstreuer und Sämaschine, genau. Die werden dann eingestellt, also praktisch normal Übung an den drei Maschinen. Hat sich in den letzten Jahren ganz toll bewährt, haben die Jungs auch super gemacht, die Jungs und die Mädels. Wir haben auch ein paar Mädels dabei. Wir von Tiber sind natürlich auch dann dort, das wird auf dem Tiber-Gelände stattfinden. Und da freuen wir uns auch darauf, am 22. Juni live bei Tiber um 19 Uhr, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, auch nicht dazu geschrieben, um 19 Uhr fangen wir dann an, Gerätetraining mit abschließend Wurst und einem kleinen Getränk, wird schön werden. So, jetzt aber steigen wir voll in die Vollen ein, wir machen heute mal ein bisschen komprimiert und zügig durch, gehen also direkt jetzt zu Übungsfragen, so wie sie dann auch in der Prüfung original vorkommen können. Ich habe mir dann erlaubt, die Antworten so einfach mal zu formulieren. Wenn man die Antworten so schreibt, dann bilde ich mir ein, ist die Frage gut erfüllt. Ich werde mir aber dann auch noch erlauben, ein paar Erläuterungen dazu zu geben, sodass man auch ein gewisses Grundverständnis dann nochmal wieder hochholen kann, wenn man das jetzt gerade gleich mitliest. So, wir starten also mit einer Frage aus dem Übungsfragenkatalog. Beschreiben Sie die Formen der Ernte und Verwertung von Mais. Wann ist der optimale Erntezeitpunkt bei unterschiedlichen Verwertungsformen? Ich habe jetzt die Frage mal einfach so beantwortet, wie ich sie für die Prüfung richtig finde, möglichst ausführlich, aber dann doch knapp formuliert. Und wir gehen erstmal auf die Nutzungsformen ein. Also je nach Verwertungsform werden an die Maispflanzen natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen gestellt. Die führen wir jetzt mal auf. Zum Ersten haben wir natürlich den Körnermais. Ja? Hier ist es das Ziel, die Körner voll ausgebildet, also mit ganz geringem Bruchkorn und Restpflanzenanteil zu dreschen. Das heißt, das wird dann nach der Ernte auf einen Wassergehalt von 15% runter getrocknet und ist dann als gemahlenes Gut oder als geschrotenes Gut, ganz wichtig, ein ideales, stärkereiches Kraftfutter für unsere Nutztierarten. Ganz, ganz wichtig, gemahlen oder geschrotet. Denn das volle Maiskorn ist als Körnermais geerntet so hart, dass das Tier es in seinem Darm eigentlich gar nicht verwerten kann.
Vielleicht nochmal die Hühner, wenn sie so richtig drauf rummalen, aber auch da wird es schwer. Ja? Der Muskelmagen schafft das eigentlich auch nicht. Ihr stellt auch fest, wenn ihr mal Körnermais füttert, da sind einige ganze Körner drin, die findet ihr eigentlich auch im Kot dann wieder, bei den Rindern, bei den Schweinen. Das heißt, natürlich muss ein Maiskorn, um die Stärke dort da drin aufzuschließen, auch gemahlen oder geschrotet sein. Die vollreifen Körner werden also zwischen Oktober und November geerntet und da erntet man, das kennt ihr von euren Betrieben, zwischen 85 und 90 Doppelzentner pro Hektar, sprich 8,5 und 9 Tonnen pro Hektar getrocknete Ware. Das heißt, das ist der Wert, der dann in der auf 15% Feuchtigkeit runtergetrockneten Ware anliegt. Frisch sind es natürlich dann schnell mehr, das sind auch mal schnell 12, 13 Tonnen, die da feucht geerntet werden. In der Regel mit einem Feuchtegehalt von um die 30-35% im Korn und das wird dann auf 15% runtergetrocknet. Ja? Und das ist der Körnermais. Den stellt man übrigens, kann sein, dass ihr eine Frage bekommt, wie kann ich denn so per Hand feststellen, ob das Korn auch voll ausgebildet und fertig ist. Das kennen die meisten von euch, ich wiederhole es trotzdem gerne. Am Kornansatz, unten da, wo es an der Spindel anliegt und wo es rausgewachsen ist, wenn man das Korn da abbricht und pult das mal so mit ein bisschen Kraft oder mit dem Taschenmesser auf, dann ist dort, wenn bei der Vollreife ein schwarzer oder dunkelbrauner Punkt zu sehen, bei den allermeisten Sorten, dann wisst ihr, dieses Korn ist voll ausgereift, kann jetzt also auch geerntet werden. Mit dem Daumennagel sollte man das Korn dann eigentlich nicht mehr so aufbrechen können, auch nicht mehr verletzen können. Das wäre so eine Handprüfung, die in der Prüfung auch mal abgefragt werden könnte. Ja? Das ist der Körnermais, den wir dann, also wie gesagt, im Futter bei unseren Nutztieren gemahlen oder geschrotet einbringen können als reiner Stärketräger. Das hat einen Proteingehalt von 7 bis knapp 8% in der trockenen Masse. Das heißt, also in der auf 50% getrockneten Masse. Also das heißt, Protein ist da, aber nicht im Übermaß. Das ist eine eindeutige Stärkefunktion, die der Körnermais hat. Dann haben wir aber auch die Mais-Silage. Silomais kennt ihr. Ich weiß, dass einige von euch jetzt lächeln und sagen, das wissen wir doch alles, aber das sind eben Prüfungsantworten, die so gegeben werden müssen. Ich wiederhole sie deswegen auch hier. Ja? Bei der Mais-Silage wird also die ganze Pflanze im milch- bis teigreifen Zustand der Körner geerntet, wird dann gehäckselt und einsiliert. Darauf kommen wir gleich noch, auf die Einsilierung. Das heißt, einsilieren heißt unter Luftabschluss zur Milchsäuregärung gebracht. Merkt euch das schon mal, unter Luftabschluss zur Milchsäuregärung bringen, das heißt einsilieren, Kurzform für einsilieren. Ja? Aber wir gehen gleich auf diese Gärung noch etwas intensiver ein. So ein Futter enthält natürlich viel Stärke und Rohfaser, denn der Stängel wird ja mitgeerntet, aber wenig Eiweiß. Zwar hat der Stängel und die grünen Blätter haben natürlich Eiweiß in sich, Protein in sich. Ich verwende immer wieder das Wort Eiweiß, weil ich da seit meiner Jugend dran gewohnt bin. Es ist natürlich Protein im richtigen Fachjargon. Und die Mais-Silage, das kennt ihr, dient hauptsächlich als Rinderfutter, weil es eben aufgrund des hohen Rohfasergehaltes eine geringe Verdaulichkeit hat. Und deswegen ist die Mais-Silage für andere Tiere, die nicht dieses tolle Pansensystem wie unsere Rinder haben, nicht so gut geeignet. Der eine oder andere kennt es trotzdem bei einem Sauenbetrieb, da wird es dann auch mal bei den tragenden Sauen, wenn es dann eine saubere Mais-Silage ist, vorgeschmissen. Hat den Vorteil, die ist schön angenehm sauer, hat also viel Milchsäure in sich, das, was wir auch im Darm haben wollen, hat aufgrund des hohen Rohfasergehaltes eine tolle Sättigungsfunktion und hält dann, wenn man das sich technisch erlauben kann, kommt auch bei kleineren Beständen vor, hält dann die Sauen natürlich angenehm satt. Ihr wisst, dass eine tragende Sau oft ein großes Hungergefühl hat, denn die kommt ja von einer, ich schweife mal in die benachbarten Fachgebiete ab, die kommt ja von einer hohen Föderation in der Säugephase her, müsst ihr also auch wissen als Schweinehalter, und hat dann in der Tragephase eben wenig Futter zur Verfügung, damit sie nicht verfettet. Das heißt, der Magen war ursprünglich mal groß ausgedehnt, hat also ein Hungergefühl, so eine Sau. Und das kann man natürlich mit einer Mais-Silage dann auch abdecken. Insofern hat sie da eine Funktion. Aber eigentlich zur Ernährung, zur intensiven Ernährung, ist so eine Mais-Silage eher für Rinder oder nur für Rinder eigentlich geeignet. Die können das dann sehr viel besser aufschließen. Der Darm ist sehr viel länger. Das Pansensystem schließt diese Stoffe intensiver auf. Ja, so, das ist die Mais-Silage. Da ist noch wichtig, der Trockenwassergehalt ist ungefähr 35% bei einer Mais-Silage und die Silomais-Ernte findet natürlich vor der Körnermais-Ernte statt, Ende September, Anfang Oktober, weil dann die Körner erst in der Teigreife sind. Die sollen also nicht vollreif sein. Dann wird es also auch schwer, die Stärke darin aufzuschließen, selbst wenn das Korn angeschlagen ist. Deswegen so fast Vollreife, Ende Teigreife. Das ist ein optimales Vegetationsstadium für die Körnermais
für die Mais-Silage. Ja? Ganz wichtig, jedes Korn sollte auch angeschlagen sein, habe ich gerade schon erläutert. Warum? Weil eben ein volles Korn auch gar nicht verdaut werden kann, selbst wenn es erst die Teigreife erhalten hat. Also wichtig, Korn anschlagen. Und ich greife mal etwas vor, der Stängel darf nicht zu lang sein. So 6 bis 8 mm habe ich gerade gelesen. Das kann auch bei einer etwas trockeneren Feldsilage, wenn die also auf dem Feld schon etwas mehr abgetrocknet ist, auch kürzer sein. Müsst ihr euch aber merken, wenn je trockener das Erntegut auf dem Feld steht, desto kürzer sollte gehäckselt werden. Denn es ist wichtig, dass die Ware gut luftdicht verdichtet wird. Und das fällt bei einer ausgeprägt trockeneren Rohfaser sehr viel schwerer. Die biegt sich, die klebt sich nicht mehr so leicht ein in die Masse. Darum, wenn der Acker also nicht befahren werden konnte und die Maispflanzen schon mehr als abgetrocknet sind, dann natürlich auch kürzer häckseln, damit das Ganze trotzdem einigermaßen verdichtet werden kann. Ganz wichtige Sache, darf man gerne in der Prüfung auch erwähnen. Ja? So, wir kommen gleich noch zur Einsilierung, genauer. Wir erwähnen aber erstmal die verschiedenen Maisnutzungsformen. Da gibt es natürlich den CCM, den Korn-Cob-Mix. Man kann auch auf Deutsch auch sagen, den Kolbenmais oder das Lischkolbenschrot. CCM ist sicher das etwas bekanntere. Da wollen wir also einen hohen Gehalt an verdaulicher Energie halten. Deswegen lassen wir die Stängel, die Pflanze also weg. Und beim CCM, beim Kornkornmix, benutzen wir auch die Lischblätter nicht. Lischblätter sind die Blätter, die die Kolben also umhüllen. So, beide Formen werden auch durch eine Milchsäuregärung genau wie die Maissilage konserviert. Aber hier beträgt der Trockenmassegehalt dann ungefähr 60%, weil eben nur das Korn dann eben auch einsiedelt wird. Ne? So, und ich habe das vorhin, glaube ich, falsch formuliert. Ich gehe mal zurück zum Körnermais. Hier ist natürlich, habe ich, glaube ich, erzählt, wird mit 30 bis 35% Feuchtigkeit geerntet. Blödsinn, ja. Es wird mit ungefähr, doch, richtig, klar. Es wird mit 30-35% Feuchtigkeit geerntet und mit 60-65% Trockenmasse. Und da wird es eben runtergetrocknet auf 15%. Habe ich dann doch richtig erzählt. Ab wieder nach vorne. So, zack. Wir waren eben beim Korn-Cob-Mix. Ja, so. Klar ist natürlich, dass der Kolben enthält ja die wichtigsten Nährstoffe. Die Stärke ist also der konzentrierte Nährstoffträger der ganzen Maispflanze. Und wenn wir also jetzt die Maisstängel weglassen, dann ist natürlich die Konzentration an Stärke, an dem Pflanzenfett und anderen Nährstoffen, wie auch eben dem Mineralstoffen, Protein und so weiter, dann doch höher. Denn wie gesagt, der Kolben ist ja der hauptintensive Nährstoffträger. Der Rohfasergehalt, den wir auch gerne beim Rinderfutter anstreben müssen sogar, wir müssen ja Rohfaser haben, der geht natürlich rapide zurück, weil wir die Stängel nicht mehr haben. Also merken, Stängel hat die Rohfaser und die Körner haben also die Stärke, Fette und alles andere. So, und CCM kann also an Rinder, aber auch zum großen Teil an Schweine verfüttert werden. Ist also für Schweine auch ein sehr schönes Ergänzungsfutter, weil es eben auch eine Milchsäuredurchsetzung hat. Ist also angenehm angesäuert, ist also schön für unser Futter. Wenn es angesäuert ist, einen niedrigen pH-Wert hat, dann werden auch Kolibakterien und andere flach gehalten, klein gehalten. Ja? Aber eben auch bei Rindern gut einzusetzen. Nur bei Rindern eben da denken, ihr müsst dann aber auch Rohfaser ausgleichen. Das haben wir euch ja in der Rinderberechnung schon, denke ich, ganz gut erklärt. So, wir hetzen ein bisschen durch. Erwähnen muss man dann eben auch, wenn die Prüfungsfrage vollständig beantwortet werden soll, die Grünmais. Auch den gibt es. Natürlich ein sehr kleiner Anteil bei der Maisnutzung, aber in ganz trockenen oder ertragsarmen Jahren oder nach ertragsarmen Jahren im Folgejahr ist das natürlich eine Verwertung, die öfter mal vorkommt. Wenn man also im Vorjahr ganz, ganz wenig geerntet hat aufgrund ungünstiger Ernte- oder Wetterungsumstände, dann haben wir es also schon oft gehabt, dass im nächsten Jahr der Grünmais dann in kleinen Teilen gehäckselt wird und vorgeschmissen wird, weil wir eben dann sonst kein Futter genug haben. Und das ist dann eben die Nutzung als Grünmais. Frisch häckseln, sodass die Körner mit angeschlagen werden und dann frisch jeden Tag vorschmeißen. Ja? So, der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch die Lischkolbensilage. Dem Lischkolbenschrot sehr ähnlich. Ist eine Sache, die auch im Wesentlichen aus Maiskolben, Körnerspindeln und den Lischblättern besteht. Und die werden aber dann etwas umfangreicher noch eingehäckselt und dann auch einsiliert. Ist natürlich, genau wie bei der beim Lischkolbenschrot, beim CCM, ist der Energiegehalt höher als bei der Ganzpflanzensilage. Ist aber eine Sache, die ich gar nicht mehr so oft registriere. Ist aber zur vollständigen Prüfungsbeantwortung sicher nicht ganz verkehrt, das auch zu nennen. So, das waren die Nutzungsformen beim Mais. Wie gesagt, originale Übungsfrage, gerne mal reinhören.
Es gibt zig andere Übungsfragen, alle können wir nicht nennen, aber wir gehen mal so einige durch, die im Laufe der letzten Jahre schon mal vorgekommen sind und auch mal immer wieder vorkommen könnten. So. Nächste Frage, bevor wir dann zu einem Film gehen. Welche Voraussetzungen müssen denn für eine langfristige Lagerung von pflanzlichen Erzeugnissen, auch, wie auch Saatgut zum Beispiel, gegeben sein? Also ausdrücklich wieder Saatgut dort einbezogen. Ja? Wie müssen wir solche Ware lagern? So, erstmal muss die Ware gesund gehalten sein. Sie muss gesund sein, bevor sie eingelagert wird. Ja? Das heißt, gesund ist laut Definition einwandfrei trocken, nicht benetzt mit irgendwelchen Flüssigkeiten und anderen Sachen. Trocken, nicht benetzt, schädlingsfreie Ware, das heißt, keine lebenden Schädlinge, einschließlich Milben jedes Stadiums, dürfen dort drin sein. Absolut No-Go, geht nicht. Trocken und nicht benetzt und schädlingsfrei von lebenden Schädlingen. Das ist eine Voraussetzung für eine Einlagerung von Getreide, Mais, als auch Saatgut, auch Kartoffeln, alles Mögliche. So, und dann müssen wir diese trocknen, war auch weiter, erstmal vorher weiter runter trocknen, also dahin trocknen, wo wir sie haben wollen. Da gilt für die Getreidearten Weizen, Trinkhalde, Gerste, Roggen ein sogenanntes feuchte Gleichgewicht. Das ist bei einem Kornfeuchtegehalt von 14% der Fall. Ihr wisst, dass es bis zu 15% handelsüblich runtergetrocknet werden muss. Aber wenn wir 14% haben und haben eine relative Luftfeuchte von 65% und eine Temperatur von 15 Grad, dann haben wir das Ideal, die Idealbedingungen für ein Feuchtegleichgewicht, dann kann eigentlich nichts passieren. Wenn wir es bei solchen Bedingungen stabil halten, dann ist das eigentlich gut gelagert. Nur der Hafer, der darf eben nur eine Kornfeuchte von ca. 12% haben. Da heißt es notfalls, das Erntegut nochmal nachzutrocknen. Ansonsten ist das so die Vorgabe für eine trockene Lagerung. Und ganz wichtig sind die regelmäßigen Kontrollen. Denn Getreide neigt doch dazu, sich nachzuerwärmen. Wir haben nicht überall den idealen ideale Umgebungstemperatur, nicht überall die idealen Bedingungen. Und dann kann es schnell passieren, dass Getreide sich nacherwärmt. Deswegen im Interesse, denkt daran, dass Getreide sehr, sehr viel Geld wert ist. Kurze Nebeninfo. Weizen liegt jetzt gerade bei 40 bis 41 Euro. Mais, habe ich heute noch gehört, 36 bis 37 Euro. Ist erstaunlicherweise etwas unter dem Weizen, aber ist grad der, sind gerade die Marktbedingungen so. Also das sind Preise, die, ich glaube, eure Väter auch schon nicht mehr kennen, vielleicht eure Großväter noch, als zu Zeiten der Balmeinlagerung, der Getreidepreisförderung. Da gab es auch in D-Mark mal solche Preise. Aber ansonsten, zeitweise mal, aber ansonsten das Wahnsinnspreise. Das heißt, so ein Haufen, so eine Einlagerung mit 100 Tonnen, das ist schon richtig Kohle. Wenn die euch verderben, das kann schnell passieren, wenn man dort nicht aufpasst, dann ist da richtig, richtig Geld verloren. Eine Tonne Weizen, zurzeit 400 Euro mal 100 Tonnen, dann wisst ihr, was euch erwartet, wenn sowas kaputt geht. Nicht? So, und 100 Tonnen sind ja keine große Menge. Die kann man ja schnell zusammenkriegen. So, das heißt also regelmäßige Temperaturkontrolle machen. Ja? Und wichtig ist, Getreide wird mit über 30 Grad eingelagert. So kommt es eigentlich bei den idealen Sommertemperaturen von der Erde runter durch den Mähdrescher. Da wird es auch nicht gerade kühler, denn dieses Ding hat ja auch eine Temperatur, dieses Gerät, was auf dem Acker hin und her jagt. Und das heißt, wir müssen die Temperatur durch Kühlen oder Lüften runterbringen. Das heißt, die Außenluft nach der Ernte ist ganz wichtig zu sehen, womit kühle ich nachts natürlich am besten, wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich versuchen, das Ding runter zu kühlen. Ja? Dann auch wichtig, auf Lagerpilze und Schädlinge kontrollieren. Pilzbefall unbedingt kontrollieren, ja? Verpilzte Getreide von dem anderen separieren, trennen, Schädlinge, lebende Schädlinge, Kornkäfer und so weiter, auf keinen Fall dürfen die drin sein. Sofort separieren. Wir, das sage ich ganz ehrlich, wir nehmen so eine Ware auch nicht mehr an. Wir kontrollieren die beim Wareneingang, helfen bei der Weitervermittlung. Es gibt Biogasanlagen, die können sowas gut einsetzen. Wir selber nehmen sie als Futtergetreide nicht mehr an. Da haben wir auch schon einige Male Ärger mit Anlieferern gehabt, die sagen, Mensch, was soll das? Ich bin euer Kunde, also nehmt auch gefälligst mein Getreide an. Wir nehmen gerne alles an, aber wir wollen auch wieder an diesen Kunden Futter verkaufen. Und wer verantwortungsbewusst als Futterhersteller handelt, der kann so ein Getreide nicht reinbringen in seine Ware. Geht einfach nicht. Das heißt, darauf einstellen, so ein Getreide wird im Handel auch in der Regel nicht mehr angenommen. Das heißt, wie wichtig es ist, da seht ihr, wie wichtig es ist, vorher einen guten, praktizierten und fachgerechten Pflanzenschutz zu betreiben, indem man eben auch Lagerpilze und Schädlinge dann gar nicht erst vom Acker mit reinbringt. Während ich hier rede, höre ich gerade draußen Wind, Stürmen und Regentosen. Also im Moment kommt ein bisschen Regen runter. Gott sei Dank, herzlich willkommen. Hoffe, ich schmeiße da nichts unter.
keine Bäume um, so ungefähr. So, dann, ja, dann habe ich gerade erzählt, welche Vorbereitungen müssen, ja, das haben wir gesagt, so sah man Getreide ein. Wir gehen, glaube ich mal, jetzt habe ich mir viel um Ohren geschmissen, wir gehen auf die Silagebereitung gleich ein, gehen mal erstmal, nee, wir machen, Entschuldigung, wir machen noch ein bisschen weiter, das machen wir durch, das Thema Silage passt dazu, dann machen wir eine kurze Filmpause, ja. Also, nächste Frage, welche Voraussetzungen müssen für eine erfolgreiche Silagebereitung, also für den Silierprozess vorliegen und welchen Einfluss haben dann die einzelnen Gärsäuren auf das Gelingen dieser Silage? Ich habe das vorhin angekündigt, dass wir da noch näher darauf eingehen bei der Mais-Silage. Ganz wichtig, das müsst ihr auch erklären können. Diese Frage ist sicher auch nicht zum letzten Mal und nicht zum ersten Mal gestellt worden. Sollte man mal wissen, auch mitdenken können. Muss man auch für die Praxis wissen. Also, ich habe mal ein bisschen vor, als Vorinformation diese Folie gebracht. Die ist natürlich keine, könnt ihr natürlich in der Prüfung nicht hinmalen, aber es ist ein bisschen eine Vorabinformation. Es gibt also drei große Arbeitsbereiche, wo ihr Einfluss habt auf die Lagerstabilität. Zum ersten natürlich das Feld. Dort entscheidet sich schon, ob ihr Hefen oder Clostridien, das sind also Darmbakterien, schädliche Darmbakterien, mit in die Silage mit reinbringt. Das sind Bodenbakterien. Clostridien, der eine oder andere kennt sich von der Hähnchenmast her oder von der Kälberaufzucht her. Das sind eigentlich bodenbürtige Bakterien. Die kann man also mit der Silage schon mit reinbringen. Und da geht es schon mal darum, nicht zu tief zu häckseln, keinen Schmutz mitzunehmen und meine Pflanzen auf dem Acker schon relativ gut anzubauen, dass ich keine Hefenbildung habe, mit Pflanzenschutz arbeiten, dass ich keine Feldbesatz mitnehme, keinen Dreck mitnehme, wo Hefen drin sein könnten oder Clostridien drin sein könnten. Also auf dem Feld schon mal darauf achten, dass ich erstens das Ernte gut nicht beschmutzt mitnehme. Zum Zweiten aber auf dem Feld auch darauf achten, dass ich hier schon den Hefen, die ich eben nie ganz vermeiden kann, vorbeuge, indem ich über den Häcksler schon Silierhilfsmittel zudosiere. Das sind dann Hilfsmittel, Silierhilfsmittel, die vor allem gegen diese Hefen wirken. Ganz, also in der Regel sind das Milchsäureprodukte. Milchsäure bildet auch Essigsäure und Essigsäure wiederum hilft dann zu einem guten Teil schon mal gegen die Hefen, während die Milchsäurebakterien, die sich dann auch weiterbilden, auch gegen Clostridien helfen und, Entschuldigung, auch gegen Clostridien hilft natürlich die Essigsäure, Entschuldigung bitte, und die Milchsäurebakterien helfen einfach den pH-Wert weiter runterzubringen. Und bei einem niedrigen pH-Wert habe ich dann eben auch ganz schlechte Bedingungen für Schädlinge. Habe ich den pH-Wert höher, dann habe ich eben bessere Bedingungen. Deswegen Milchsäurebakterien schon mal am Häcksler zudosieren, also milchsäurebasierte Silierhilfsmittel am Häcksler zudosieren. Da habe ich schon auf dem Feld den ersten Einflussmöglichkeit, um eine gesunde Silage zu haben. Dann bei der Silageherstellung, habe ich gerade erwähnt, Topfverdichtung muss sein. Idealerweise haben wir bei der Mais-Silage, habe ich gerade gelesen, zwischen 6 und 8 mm Schnittlänge. Ich würde das sogar etwas tiefer setzen, 5 bis 7 kann man auch machen. Da streiten sich die Geister. Aber die Landläufe, es steht geschrieben 6 bis 8, das sollte man auch ruhig zitieren dürfen. Und beim Gras dann eben auch 4,5 bis 6, Entschuldigung, 2,5 bis 4. 2,5 bis 4, ist richtig? 2,5 bis 4, nee, Quatsch. Das ist jetzt Quatsch, was ich erzählt habe. So kurz, glaube ich, kann sein. Ich würde mal sagen, 4 bis 6 habe ich gerade gelesen, das lese ich gerade mal nach. Komme ich gleich zu, nach dem nächsten Film, ich gucke es mir gleich nach. Sorry, da bin ich jetzt etwas kalt erwischt worden. Also 6 bis 8 merken für die Mais-Silage, Gras-Silage liefere ich gleich nach. Ja, so, dann, das ist also wichtig, es muss gut verdichtet werden können, deswegen halt nicht zu lange, nicht zu lang abhäckseln, nicht zu große Stücke machen. Und die Abdeckung, absolut luftdicht. Top verdichten, alle Luft rausdrücken da und dann top dicht machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir die Entnahmephase, dort auch ganz wichtig, dass wir genug Entnahmevorschub haben. Also gerade im Sommer und im Winter auch, egal eigentlich wann, 1 bis 2 Meter mindestens, 2 Meter sollte es schon in der Woche sein, sollten mindestens weggenommen werden, gern noch mehr. Also je mehr ich Vorschub habe, also je mehr Meter ich entnehme in kurzer Zeit, desto weniger Gefahr ist natürlich da, dass meine Silage verdirbt. Immer wenn ich Luft dran lasse, dann habe ich die Gefahr, dass meine Silage verdirbt und habe ich eine langsame Vorschub, eine langsame Entnahme in der Woche, dann habe ich natürlich viele Tage da eine Außenfläche, die angreifbar ist von der Luft und wo dann die Schädlingskulturen sich wunderbar entwickeln können. Also schneller Vorschub, ja, also auch gute Entnahmetechnik, die glatt abschneidet, nicht so rausrupft da. Und natürlich die Außentemperatur im Winter habe ich da weniger Gefahr mit als im Sommer. Im Sommer muss ich meinen Vorschub natürlich dann erhöhen, weil ich sehr viel mehr Hitze habe. Und Hitze und Luft, das bringt natürlich, das kennt ihr, dann wird gegammelt. Ja. So, und dann eben auch im Stall auch oft vorlegen das Futter. Wenn ich dann nur zweimal vorlege und habe den ganzen Tag da
den Gammel liegen, dann kann das wohl mal sein, dass das bei heißem Wetter im Stall dann auch anfängt zu schimmeln, zu gären. Und dann habe ich natürlich eine Buttersäurebildung. Und Buttersäure, das ist das Ding, wo sich alle Kolibakterien darauf wunderbar wohlfühlen. Ja? Deswegen, und frustrieren sich auch gut entwickeln können. Deswegen schnell öfter mal am Tag Futter vorlegen, möglichst frisch vorlegen, dann vermeide ich auch im Stall eine Nacherwärmung. Ein Problem habe ich aber auch natürlich, wenn ich schon Hefen reingebracht habe, über 100.000 koloniebildende Einheiten, da steht ja unten KBE-Programm, dann habe ich ein echtes Problem, das heißt, das kommt wieder auf oben zurück, auf dem Feld schon mit dem Einsatz von Siliersmitteln und sauberer Schnitttechnik vermeiden, dass ich Hefen reinbringe. So, das war eigentlich eine Vorinformation, das konnte gar nicht in der Prüfung alles erzählen. Nur mal zum hoffentlich Verständnis wecken. Hier kommt dann die Sache, die man so in der Prüfung auch erwähnen kann. Erstmal doch die Begriffe Gärqualität und Lagerqualität, das will ich eben kurz erläutern. Die Gärqualität, das sind die Gärparameter pH-Wert, Gärsäuren, Alkohol und Ammoniak, ist jetzt weniger bedeutsam für mich, aber pH-Wert, Gärsäuren sollte man erwähnen können, werde ich gleich auch nochmal genauer erläutern. Und die Lagerstabilität beschreibt also die Eigenschaft einer Silage, dass sie nach dem Öffnen trotz Lufteinwirkung ihre Qualität behält. Also Gärqualität sind die Parameter, die ich messen kann, pH-Wert und Gärsäureninhalt, also Essigsäure, Milchsäureinhalt oder im negativen Sinn eben Buttersäuregehalt. Und die Lagerqualität, das ist dann die Eigenschaft der Silage, die Qualität zu halten, gut verdichtet und luftarm und sowas alles. So, jetzt kommt aber die Antwort, die man auch bei Prüfen nehmen kann. Also, für eine optimale Gärqualität ist eine schnelle und tiefe Absenkung des pH-Wertes eine Grundvoraussetzung, ganz, ganz wichtig. Verschmutzungen des Erntegutes müssen unbedingt vermieden werden. Optimaler Erntezeitpunkt, habe ich vorhin drüber gesprochen, wann der so sein sollte, 30 bis 35% Trockenmasse bei der Maissilage, 30-40% Trockenmasse bei der Grassilage, ja? Und Verdichtung, Abdeckung der Silage, habe ich vorhin alles auch schon mal erzählt. Hier nochmal jetzt zur Erläuterung zu den Gärsäuren und zum pH-Wert. Die beiden Sachen, die mir so für die Gärstabilität wichtig sind. Oben sind wir die Milchsäure und darunter die Essigsäure. Und ihr seht, wenn wir die schnell zum Steigen bringen, wenn die also innerhalb von ein paar Gärtagen, also am Tag 20, die Milchsäure schon ins Optimum gebracht haben, so ungefähr bei 2,5%, dann habe ich eine stabile Silage. Desgleichen, wenn ich die Essigsäure auf einen pH-Wert von ungefähr schon einen prozentualen Wert von ungefähr 1% bringe. Ich habe das falsch erwähnt. Also nochmal zurück hier die Milchsäure da oben. Die möchte ich bei 2,5% Anteil haben. Entschuldige bitte, 2,5% Anteil an der Silage. Und die Essigsäure bei einem Anteil von um die 1%. Dann habe ich eben eine stabile Silageverlauf. Und die halten sich dann auch in der Gärdauer dann aufrecht auf dem Wert. Und rechts sieht dann die pH-Wert. Die pH-Wert möchte ich bitte ganz, ganz schnell auf so ca. 2,5 bis 2 runterbringen. Dann habe ich eben auch eine lange, gute Stabilität in der Silage. Ja? Also wichtig, pH-Wert schnell runterbringen auf um die 2. Milchsäure auf einen Anteil von 2,5% bringen und Essigsäure auf einen Anteil von 1% bringen. Und dann habe ich so die Voraussetzung für eine stabile Silage. Habe ich eine labile Silage, dann habe ich hier die Gärsäuren, die Buttersäure ist sehr schnell hoch, dann hat die einen Anteil von 2% und die Essigsäure und Milchsäure sind dann nicht so hoch. Essigsäure bleibt dann auch wohl bei 1,5%, aber die Milchsäure geht runter auf knapp, ja, noch nicht mal ein halbes Prozent. Das heißt, die Buttersäure überholt in diesem Fall und Buttersäure macht dann auch wieder, wie gesagt, alles kaputt. Bei dem Milieu können sie dann auch Clostridien bilden, während die Essigsäure die flach halten würde, die Hefen, aber die Buttersäure kommt dann über. Die wollen wir nicht haben. Die sorgt dann auch für Ranzigkeit, für einen schlechten Geschmack. Also die lässt die Silage auch kippen, die Buttersäure. Der pH-Wert, den haben wir dann bei einer labilen Silage eben auch in einem sehr unidealen Verhältnis. Da seht ihr wohl, der ist dann bei 5 und höher. Dann habe ich natürlich eine Silage, die kippt. Dann habe ich eben auch die Wachstumsgrenze für die Clostridien überschritten. Ab der Wachstumsgrenze von gut 4 wachsen Clostridien, können sich dann prächtig entwickeln. Und dann habe ich natürlich eine Silage, die meine Tiere eher krank macht und nicht ernährt. Oben die Buttersäure habe ich auch schön in Kackbraun gemacht, damit man auch sieht, die wollen wir nicht haben. Nicht in der Höhe. Gar nicht. So, das war jetzt kurz die Antwort zur Gärung. Jetzt habe ich viel geredet. Gerne die Sendung nochmal nachschauen. Die Folien auch gerne wieder anfordern unter wild@tiber-kraftfutter.de. Entschuldigung. Oder einfach die Kollegen anrufen oder hilbers@tiber-kraftfutter anfordern.
Ich hoffe, die anderen Folien sind endlich gekommen. Ich habe letzte Woche mich da hängen lassen. Hatte viel Stress, aber sollten eigentlich jetzt zum Zeitpunkt der Sendung bei jedem angekommen sein. Muss gerade ein bisschen hier mich abhusten. So, dann habe ich jetzt viel geredet. Wir machen eine kurze Kopfpause oder gehen in einen Film rein. Auch da wird viel gelehrt, also auch da konzentrieren. Ich gehe noch einmal zurück zu den Bodentypen. Das war eine Frage, die nochmal zum Verständnis kommt, was ist der Unterschied zwischen Bodenart und Bodentyp? Und da habe ich einen tollen Film gefunden, den ich jetzt einfach mal gerne zeigen würde. Erklärt das mal ganz wunderbar, eben zum Laberpausenfreiheit frei haben. Vor allem hört es auf zu reden für ein paar Minuten. Und wir bitten jetzt um den Film für die Bodentypen. Nicht zu wechseln mit Bodenarten, wie am Anfang kurz erklärt. Ja? Ab geht's. Im letzten Video haben wir die Bodenarten behandelt. Bodenarten könnt ihr nach den Korngrößen der Bodenkörner unterscheiden. Sand, Schluff oder Ton bestehen jeweils aus unterschiedlichen Korngrößenspektren. Jetzt gibt es aber auch die Bodentypen. Da ist nicht die Korngröße entscheidend, sondern der Entwicklungszustand der Böden. Beispiele von Bodentypen sind Schwarzerde, Braunerde oder ein Podsol. Die Bodentypen sind unterschiedlich weit entwickelt. Nur, was heißt das jetzt? Böden verändern sich im Laufe der Zeit. Die Veränderung der Böden ist abhängig von Dingen wie dem Ausgangsgestein, der Vegetation oder dem Klima. Je nach Stadium der Entwicklung gibt es dann unterschiedliche Bodentypen. Böden mit dem gleichen Bodentyp sehen gleich aus. Ein Bodentyp hat immer die gleiche Abfolge von Bodenhorizonten. Okay, und was sind jetzt Bodenhorizonte? Bodenhorizonte sind einfach Bodenschichten, die waagrecht im Boden verlaufen. Hier könnt ihr mal ein Bodenprofil mit seinen Horizonten sehen. Die Horizonte sind erst immer mit Großbuchstaben gekennzeichnet. Ganz oben seht ihr den O-Horizont. Das O steht für organische Auflage. Das ist also die Schicht aus noch kaum verrottetem Pflanzenmaterial. Der A-Horizont steht für den Oberboden. B ist der Unterboden und C steht für das Ausgangsgestein. Das ist das Gestein, das sich noch nicht zu kleinen Bodenteilchen aufgelöst hat. Okay, das waren die Großbuchstaben. Jetzt stehen hinter den Großbuchstaben meist noch Kleinbuchstaben. Wie beim AH-Horizont. Ein kleines H steht immer für humusreich. Der AH-Horizont ist also ein humusreicher Oberboden. Den Übergang von den Bodenhorizonten könnt ihr einfach mit den Großbuchstaben der übergehenden Horizonte benennen. So wie hier AB. Merken solltet ihr euch auf jeden Fall den BV-Horizont. Das kleine V steht für verwittert oder auch verbraunt oder verändert. Bei dem Bodentyp Braunerde ist zum Beispiel der Unterboden braun. Je nach Horizontabfolge haben die unterschiedlichen Böden dann unterschiedliche Eigenschaften. Wir schauen uns mal zwei wichtige Bodentypen an. Das hier ist eine Schwarzerde. Manche Leute nennen die auch Tschernosee, ist der russische Begriff. Kleines Quiz, wie viele Horizonte hat die Schwarzerde? Genau, zwei. Bei der Schwarzerde gibt's nämlich keinen B-Horizont. Merkt euch das am besten für die Übungsaufgaben. Die schwarze Schicht ganz oben ist der riesige AH-Horizont aus Humus. Die Schicht ist mindestens 40 cm groß und gibt der Schwarzerde ihren Namen. Der große Humusanteil macht die Schwarzerde sehr fruchtbar. Schwarzerden haben meist auch viele Tonminerale. Die tragen auch zur guten Bodenfruchtbarkeit bei. Okay, soweit zum AH-Horizont. Unter dem AH-Horizont findet ihr nur noch das Ausgangsgestein. Das ist dann ein LCC-Horizont. Das kleine L steht für ein lockeres Ausgangsmaterial, das kleine C steht für kalkhaltig. Schwarzerden entstehen also auf lockeren und kalkhaltigen Ausgangsmaterialien, so wie zum Beispiel Löss. Eine besondere Rolle hat der Kalk. Kalk hält den pH-Wert vom Boden im neutralen Bereich. Der Kalk verhindert also, dass der Boden versauert. Er dient sozusagen als pH-Puffer. Okay, aber was bringt die pH-Pufferung? Unter den gepufferten Bedingungen fühlen sich viele Bodenlebewesen wie Regenwürmer am wohlsten. Die Bodenlebewesen sind dann wiederum Voraussetzung für die starke Humusanreicherung und eine gute Bodenstruktur. Regenwürmer mischen die organischen Bestandteile von oben nach unten. So entsteht dann schneller Humus. Wichtig für die Humusanreicherung ist, dass es warm ist und der Boden regelmäßig durch Regen befeuchtet wird. In zu warmen Regionen wie in den Tropen baut sich der Humus allerdings schneller ab, als er sich aufbauen kann. Die Mineralisierung ist schneller als der Aufbau von Humus.
Außerdem werden im neutralen Bereich mehr Nährstoffe an den Tonmineralien des Bodens festgehalten. Deshalb ist die Nährstoffauswaschung kleiner. Schwarzerden könnt ihr zum Beispiel in der Soße der Börde finden. Okay, die Schwarzerde hat also einen großen AHA-Horizont mit vielen Bodenlebewesen. Deshalb ist sie so fruchtbar. Schauen wir uns mal einen Bodentyp an, der nicht so fruchtbar ist. Das ist ein Podzol. Bei einem Podzol ist der Boden nicht kalkhaltig. Deshalb sinkt der pH-Wert zum Beispiel durch sauren Regen ganz schön stark ab. Das mögen die Regenwürmer gar nicht. Die hauen dann ab. Die Würmer transportieren die Streu von oben also nicht mehr nach unten. Es bildet sich deshalb oben eine fette Streuauflage, die nur langsam verrottet. Das heißt dann Rohhumus. Dann kommt ein kleiner AHA-Horizont, wo die Streuauflage dann schon weiter verrottet ist. Der niedrige pH-Wert hat aber noch andere Folgen. Erstmal sorgt der saure pH-Wert für eine Zerstörung von Tonmineralen. Das ist schlecht für die Bodenfruchtbarkeit. Außerdem steigern hohe pH-Werte die Auswaschung von Kationen ins Grundwasser. Nährstoffe gehen also verloren. Der niedrige pH-Wert sorgt auch noch dafür, dass die farbgebenden Bodenbestandteile wie Humus und sogenannte Sesquioxide aus dem Oberboden nach unten verlagert werden. Das ist auch schlecht für die Bodenfruchtbarkeit. Sesquioxide sind zum Beispiel Eisen- oder Aluminiumoxide. Es bildet sich dann ein ausgeblichener Horizont im Oberboden. Der heißt AE. E steht für Eluvial. Der AE-Horizont ist also ganz ausgeblichen, weil die farbigen Bodenteile nach unten verlagert wurden. Im Unterboden setzen sich dann die Sesquioxide und Humusbestandteile ab und formen einen BH-Horizont aus Humus und einen BS-Horizont aus Sesquioxiden. Die Sesquioxidablagerungen haben eine rötlich-braune Färbung. Zusammen mit dem schwarzen Humus können diese Sesquioxide den sogenannten Ortstein bilden. Das ist eine verdammt harte Schicht im Unterboden. Der Ortstein verhindert, dass Regenwasser in das Grundwasser versickern kann. Es staut sich. Das ist schlecht für die meisten Pflanzen und es bilden sich große Pfützen. Was merkt ihr euch also für den Bodentyp Podzol? Der Podzol ist sehr sauer. Es gibt kaum Bodenlebewesen, die Bodenfruchtbarkeit ist sehr schlecht und es kann sich Ortstein bilden. Okay, und was haben wir sonst noch gelernt? Es gibt verschiedene Bodentypen. Bodentypen werden nach dem Entwicklungszustand unterschieden. Jeder Bodentyp hat eine typische Abfolge von Bodenhorizonten. Merkt euch da, was die Großbuchstaben heißen und am besten auch wichtige Kleinbuchstaben, wie bei AH oder BV. Dann haben wir uns zwei Bodentypen angeschaut. Wichtig bei der Schwarzerde war die hohe Bodenfruchtbarkeit durch den großen Humusanteil und die vielen Bodenlebewesen. Der Podzol ist im Gegensatz dazu ein kaum fruchtbarer Bodentyp. Die Hauptursache liegt an dem geringen Boden-pH. Okay Leute, damit das in der nächsten Klausur perfekt sitzt, holt euch euer Trinkpäckchen Eistee Pfirsich und ab geht's zu den Übungsaufgaben. Die findet ihr auf thesimpleclub.de und auf unserer App. Einfach hier klicken. Bis gleich. So, Simple Club, tolle Ding, tolle Sendung, die man immer gerne angucken kann. Diesmal. Ich hoffe, das war eingängig. Wir knallen direkt weiter durch, denn heute wird es intensiv und fruchtig, merkt ihr schon. Nächste Übungsfrage, auch die schon vorgekommen, kann wieder vorkommen, auch wenn sie für manche von euch fremd ist. Heu redet man nicht jeden Tag drüber, aber das ist eine typische Übungsfrage, wie sie schon mal dran gekommen ist. Welche Gefahren können bei der Heulagerung auftreten? Wie sind sie zu verhindern? Ja, also, schnell geantwortet, Heu muss trocken und luftig gelagert werden, also so könnt ihr es alle auch beantworten. Die Feuchtigkeit muss unter 14% liegen, wichtig. Zu feucht eingelagertes Heu ist Nährstoffabbau gefährdet. Und gleichzeitig Schimmelbildung. Ja, das ist ein Totalverlust. Und das eingelagerte Heu darf frühestens 6 Wochen nach der Einlagerung verfüttert werden. Ganz wichtig, vorher sind dazu Keimgehalte drin, da es noch restfeuchtig abgegeben wird. Also im Interesse eurer Tiere, auch der Pferde, Kühe, wie auch immer, nicht vor 6 Wochen Lagerung verfüttern. Ganz, ganz wichtig. So, Heu- und Strohlager haben natürlich auch Brandgefahren in sich. Da gibt es also Auflagen zum Lagern von Heu und Stroh. Zum Beispiel Ballenlager, Großlager, Schober für Stroh und Heu müssen zu anderen Gebäuden einen Mindestabstand von 25 Meter haben. Ist wahrscheinlich nicht überall gegeben, kann ich mir vorstellen. Sollte man mal kontrollieren. Wenn ihr also Brandschutz praktizieren wollt, und das müsst ihr eigentlich auch bei einem Unglücksfall, einem Brand nachweisen, dass ihr es eingehalten habt, dann kontrolliert mal nach, 25 Meter Mindestabstand müssen Heulagerstätten zu anderen Gebäuden Abstand haben. So. Dann noch zum Schluss, Heu muss gegen Schädlinge geschützt werden. Also Ratten und Mäuse sind natürlich die idealen oder die nicht idealen, aber die Hauptbewohner, die da gerne hinkommen zu Lagerstätten.
und da also auch Köder auslegen, aber eben Sicherheitsabstand zum Futterheu klar haben, denn Rattengift darf natürlich nicht, wenn man davon Rattengift überhaupt noch sagen, weiß ich gar nicht. Also Köder dürfen natürlich nicht mit Futterheu in Verbindung kommen. Ja? So, das ist also prüfungsgerecht beantwortet. Dann noch eben nächste Prüfungsfrage. Nennen Sie Nutzungsformen für die Grünlandflächen in Ihrem Ausbildungsbetrieb und schildern Sie andere Formen und stellen Sie Vergleiche an. In Bezug auf Ertragsfähigkeit, Pflegedüngung, Weideführung und so weiter. Habe ich mal so, wie es denn mir möglich war, beantwortet. Wie gesagt, das sind nur Beispiele von Übungsfragen. Was drankommt, weiß ich ja nicht, aber das sind Sachen, die ich schon mal so erlebt habe. So, also Nutzungsform für Grünlandflächen. Grünland kann als Wiese oder Weide genutzt werden. Und es gibt noch Mischformen dieser beiden Nutzungsformen. Auf Wiesen ist die Definition, die aufwachsende Biomasse wird zur Gewinnung von Winterfutter fürs Nutzvieh durch eine Mahd und durch eine Weiterverarbeitung, also Silierung, Heugewinnung und so weiter, geerntet. Seltener wird es also in Biogasanlagen eingespeist. Klar, wir brauchen es dann hier eben dann doch für die Futtergewinnung. Das sind die Wiesen. Ja. Bei der Weidenutzung stehen die Tiere auf der Fläche und das Vieh frisst das Futter direkt. Natürlich kann man sich auch denken, aber gut, in der Prüfung muss man es dann eh nochmal in den Kopf holen. Bei den angesprochenen Mischformen zwischen Wiese und Weide findet dann also in zeitlicher Abfolge ein Wechsel statt. Weide- und Wiesennutzung auf derselben Fläche statt, das ist dann Vor- und Nachweide, ja? Mischform. So. Aber weitere Grünlandnutzungsform ist das reine Mulchen, das ist also keine Nutzung im eigentlichen Sinne, denn es dient nur der Erhaltung des Offenlandcharakters der Grünlandfläche, wird also einfach mal abgemulcht, damit es weiter wieder frisch aufwachsen kann. Der Aufwuchs wird dann nicht genutzt, sondern nur zerkleinert und der Verrottung überlassen. Bringt also wieder dann im positiven Sinne Humus, organische Masse in den Boden rein. Ja, dient also der Landschaftspflege. Ist also eine Form, die die intensive genutzte Landwirtschaft eigentlich nicht haben will. Aber es ist eben die Frage nach grüner Nutzungsform. Auch das ist eine Nutzungsform, kann man dann auch nennen, nicht? Wenn es dann also grüner Pflege ist und das bezuschusst wird. Aber naturschutzrechtlich ganz, ganz kritisch zu sehen, denn da könnte ich, bei Mulchen können natürlich auch dann in der Tierwelt große Schäden entstehen, Fasanengelege können zerstört werden, passt also auf, beachtet die Zeiten, ganz, ganz wichtig. Ne? So, ich wollte es als vollständige Antwort eben hier auch nennen. Es dient also auch der Förderfähigkeit einer Grünlandfläche, wenn zum Beispiel in der Agrarpolitik dann eine Mindestnutzung gefordert wird und wenn man dann also die Fläche trotzdem pflegen will, obwohl sie nicht genutzt wird, dann eben eine Mulchung da reinschieben kann. So, dann Dauergrünland als Form. Dauergrünland, da werden also werden also Grundfutterflächen genannt, die längere Zeit eine kurzrasige Vegetation als Dauerkultur tragen. Das heißt, wo man also auf mindestens 5 Jahre lang Wiese oder Weide angesät hat und die 5 Jahre lang relativ geschlossen ist und von einer Pflanzengemeinschaft aus Gräsern, Kräutern und Hülsenfrüchten gebildet wird. Schnell vorgelesen, das ist die korrekte Antwort. Wie gesagt, fordert gerne die Folien an unter hilbers@tiber-kraftfutter oder wild@tiber-kraftfutter oder bei den Kollegen, schreibt die an, ruft bei uns an, könnt ihr gerne zugeschickt kriegen. Wenn es letzte Woche nicht geklappt hat, bin ich mir Entschuldigung, aber solltet jetzt eigentlich alle bei den Anforderern sein. Dann nächste Form, Wechselgrünland, Wechselwirtschaft. Da ist also, werden die Fruchtfolgesysteme zusammengefasst, die Feldgraswirtschaft und die sogenannte Eggertwirtschaft. Ich weiß, das habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört und braucht es auch für eure Praxis nicht, aber das ist eben auch prüfungsrelevant. In beiden Fällen, also bei der Feldgraswirtschaft und Eggertwirtschaft, wechselt mehrjähriges Grünland mit ein- oder mehrjährigem Ackerbau ab. So, dabei wird dann die fördernde Wirkung des Grünlands auf die Bodenfruchtbarkeit für eine Ackerzwischennutzung genutzt. Macht man hier in der Regel nicht, weil wir entweder nur Ackergrünland oder Ackerland haben oder Grünland haben. Denn wenn man hier Acker zu Grünland macht, hat man es in der Regel dann auch umgewandelt. Aber es gibt es eben auch. Das ist jetzt einfach, ich habe es mal hingeschrieben, um eine vollständige Antwort zu bieten. Wer also das schriftlich hinschreiben will und will eins mit Sternchen haben, der kann das mit dann nehmen. Ja? Ist, glaube ich, aber nicht so das Allerwichtigste. So, wichtig, ein- oder mehrjähriger Futterbau in Form von Ackergräsern oder von Mischungen aus Gras und krautigen Pflanzen ist kein Grünland. Das wird dem Ackerfutterbau zugerechnet. Wenn man also ganz konkret ein- oder mehrjährig Futterbau betreibt, wo nur Futtergras angebaut wird und dann auch wieder von anderen Pflanzen abgelöst wird, das ist ein Ackerfutterbau, kein Grünland. So, es gibt noch die Grünlandbrache. Das ist also etwas, was wir eigentlich als Landwirte nicht so gern haben wollen und sehen wollen. Das ist dann eine etwa 10-jährige Wiesenbrache mit Disteln, Brennnesseln und so weiter. Stellt also eine Pflanzengesellschaft dar, die von Menschen nicht genutzt wird und dann eben der Natur überlassen wird. Ja, ist keine Nutzung da. Ich habe es einfach mal mit aufgeschrieben, um auch jede Grünlandform, die von Landwirten benutzt werden kann,
hinzuschreiben. Also ein grüner Prache ist auch eine Nutzungsform, auch wenn man sie in der praktischen Landwirtschaft wahrscheinlich gar nicht anstrebt, ist eine Nutzungsform. So, so würden die Fragen dann auch eben beantwortet. So, jetzt zu einem Thema, das ich schon bei der vorletzten Sendung behandelt habe. Nennen Sie verschiedene Leguminosenarten, welche besonderen Eigenschaften haben die Pflanzen? Da habe ich jetzt beim Rumzeppen einen Film gefunden, der das alles viel schöner erklärt, als ich es damals erklären konnte. Und viel einfacher und auch einfach die Sache nochmal ein bisschen näher bringt in der Praxis. Fand ich schön, ist vielleicht ein bisschen idealistisch geprägt in einigen Sachen, kommt von der Hessischen Landesbauanstalt, die träumen manchmal ein bisschen von einer schöneren Welt, als wir sie haben. Zu Recht träumen sie davon, sollen sie auch gerne machen, aber haben eben auch gute Tipps und gute praktische Sachen zu bieten. Und da bitte ich dann mal um den Film, die Quelle ist YouTube, war also öffentlich, konnte ich senden. Ich bitte schon mal um den Film mit den Leguminosen, mit den Pflanzen. Leguminosen sind einzigartig. Sie liefern Eiweiß wie keine andere Nutzpflanze. Sie schaffen blühende Kulturen im Sommer. Sie stärken die regionale Landwirtschaft. Und sie brauchen nie Stickstoffdünger. Leguminosen sind halt die sogenannten Schmetterlingsblütler. Das ist eine Kulturpflanzengruppe, die einige Besonderheiten mit sich bringt. Und eine der wichtigsten Besonderheiten ist im Prinzip, dass diese Pflanzen als einzige Pflanzen Stickstoff aus der Luft sammeln können und den nutzbar machen können. Keine andere Kulturpflanzengruppe kann das. Das Geheimnis der Leguminosen findet sich an ihren Wurzeln. Leguminosen leben in Symbiose mit Bakterien im Boden, den Knöllchenbakterien. Ende Juni, wenn die Ackerbohnen in voller Größe stehen, sind auch die Knöllchen an ihren Wurzeln voll entwickelt. Hier die Wurzel der Ackerbohne aus der Nähe. Die kleinen weißen Kügelchen bis in die Wurzelspitzen, das sind die Rhizobien. Sie findet man ausschließlich in der Pflanzenfamilie der Leguminosen. Die Wurzel einer jungen Sojapflanze. Da ist die Knöllchenbildung noch stärker. Schneidet man einzelne Knöllchen in der Mitte durch, dann sollten sie im Innern rot sein. Das bedeutet, die Rhizobien sind aktiv. Kleine Düngerfabriken, angetrieben allein durch Sonnenenergie. Leguminosenfelder sind im späten Frühjahr Bienenweiden. Sie gehören dann zu den wenigen Blütenpflanzen in der Feldflur. Hier der Erbsenacker auf dem Bredenhof in Fritzlar-Lohne, Nordhessen. Ach, sieht einfach toll aus. Wir haben momentan sind sie mitten in der Blüte. Man sieht hier oben die obersten Blüten. Die nächsten Blütenknospen sind vorhanden, öffnen sich. Es ist eigentlich und auch vom Bestand her so eine schöne Gleichmäßigkeit. Freut einen als Praktiker. Eine nach der anderen kommen sie jetzt in Blüte. Hier die Bohnen auf dem Demeterhof von Karl-Heinz Kasper bei Alsfeld. Eine besonders alte, sehr hochwachsende Bohnensorte. Und Mitte Juni eine große Bienenweide. Was man seltener sieht, Lupinen. Hier eine Demonstrationsfläche im Landwirtschaftszentrum Eichhof. Und hier angebaut als Rinderfutter auf dem Hofgut Gethsemane in Osthessen. Noch neu in Deutschland, Sojabohnen. Sie blühen viel später, Mitte Juli, auf einem Feld bei Butzbach. Sojabohnen haben die kleinsten Blüten der Leguminosen, aber auch diese unverkennbar Schmetterlingsblütler. Neben den Erbsen- und Bohnenversuchen testet das Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld auch, ob man Soja nicht noch weiter im Norden anbauen könnte. Wir importieren sehr, sehr große Mengen aus Übersee. Wir könnten aber das Material auch hier selbst erzeugen und das schafft uns einfach kürzere Wege. Wir haben einen Zugang zum Produkt von der Aussaat bis zum Futtertrog oder bis zum menschlichen Teller und das ist natürlich einfach eine kurze Kette, eine kurze Wertschöpfungskette, die wir gerne hier auch etablieren wollen. Der Anbau von Leguminosen im eigenen Land hat einen willkommenen Nebeneffekt. Ende Juni, 4 Wochen bevor die Futtererbsen auf dem Bredenhof in Fritzlar reif und trocken sind, erlauben Sie schon eine Gemüseernte. Die kann man probieren. Die sind jetzt in einem Zustand, die schmecken hervorragend. Geschmacklich gibt es sowas im Lebensmittelhandel nicht zu kaufen. Die sind einfach zuckersüß.
Und hier sieht man auch, warum sie noch einen dritten Namen tragen, Hülsenfrüchte. Leguminosen sind gut für den Acker. Die meisten hinterlassen den Boden nach der Ernte reicher an Stickstoff und ärmer an Schädlingen. Damit stärken die Leguminosen auch den Ertrag der folgenden Früchte. Man nennt das den Vorfruchtwert der Schmetterlingsblütler. Ja, der Vorfruchtwert, der geht eben zurück auf diese Eigenschaft, dass die Pflanzen Stickstoff sammeln und den Stickstoff zum Teil auch auf der Fläche hinterlassen. Er geht auch darauf zurück, dass eben Krankheiten, die sich in den anderen Kulturen aufbauen konnten, auf der Erbse nicht vermehrt werden. Und von daher geht man also am Ende von einem Mehrertrag der nachfolgenden Getreidekultur aus. Und das liegt in der Größenordnung von 10 oder auch noch mehr Dezitonnen pro Hektar. Das ist natürlich dann schon ein ganz gutes Ergebnis, ohne Zutun eigentlich. Also ein zusätzlicher Bonus, den allein die Vorfrucht generiert. Und das ist bei Erbsen wie bei Bohnen im Prinzip identisch. Es spricht vieles dafür, wieder mehr Leguminosen, Schmetterlingsblütler, Hülsenfrüchte anzubauen. Die Körner, Leguminosen, Erbsen, Bohnen, Lupinen und Soja schaffen mehr Vielfalt auf den Äckern, verringern den Einsatz von Mineraldüngern und fördern das Leben in der Agrarkultur. Geerntet werden sie ab August wie Getreide mit dem Mähdrescher. Der Bredenhof verfüttert seine Erbsen als Proteinfutter an die eigenen Schweine. Aber natürlich sind Erbsen, wie alle Leguminosen, auch eine sehr gute und gesunde Eiweißquelle in der menschlichen Ernährung. Ja, ich hoffe, ich bin wieder tonmäßig auf Sendung. Fand ich eine sehr interessante Sendung, vor allem nochmal so zum Nachrekapitulieren, wofür die Leguminosen gut sind. Die sammeln Stickstoff aus der Luft und bringen ihn in den Boden ein, also ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn die Dame dann recht damit hat, dass wir Sojapflanzen hier bald auch mehr sehen können, wäre es nur umso wünschenswerter, wäre toll, denn wir wollen die Eiweißpflanzen gerne hier in der Region erzeugen. Mal sehen, wann es dann klappt. Bei Mais haben unsere Großväter auch noch gesagt, klappt hier nie, hat ja doch geklappt. Oder die Urgroßväter waren es dann. Schön. So, also jetzt nochmal zurück zu der Frage, die ich gerade an die Wand geschmissen habe. Letzte Frage so, nennen Sie verschiedene Leguminosenarten, welche besonderen Eigenschaften haben die Pflanzen? Haben wir jetzt gerade gehört, können wir jetzt ruckzuck beantworten. Ich habe es mal hier kurz zusammengefasst. Ackerbohne, Erbsen, Lupine, Klee, Soja auch, habe ich gerade nochmal neu nachgelernt, dass es auch eine Leguminosenart ist, aber die binden also den Luftstickstoff und machen diesen mit Hilfe von Knöllchenbakterien Pflanzen verfügbar. Das zusammengefasst ist sind die Eigenschaften dieser Pflanze. Das nochmal als prüfungsrelevante und prüfungsgerechte Antwort. So, bam, wir sind durch. Ich danke für eure Geduld bei dem Durchhetzen hier und freue mich auch, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, es war heute eine Sendung, die aufgezeichnet wurde. Es war also leider für euch jetzt nicht die Möglichkeit, per Chat Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen habt, die meine Kollegen oder ich beantworten können, stellt sie gerne an Tiber, schreibt uns, ruft uns an, wie auch immer. Wir kommen gerne darauf zurück. Wir kommen jetzt wirklich in den Endspurt, prüfen rein. Die nächsten Sendungen, die wir dann mit euch haben, werden also auch der Prüfungsvorbereitung dienen, konkret also Übungsfragen, die mal aus verschiedenen Themengebieten durchgehen. Wenn ihr dort Fragen und Anregungen habt, dann meldet euch gerne auch bei uns, sagt, die und die Fragen würden wir oder die und die Themen würden wir gerne beantwortet haben oder behandelt haben. Machen wir dann gerne für euch. Ich wünsche jetzt allen, die zugeschaut haben, einen schönen Christi Himmelfahrtsfesttag. Dann hoffentlich bei angemessenem schönen Wetter, werden wir Regen vorher hoffentlich genug gehabt haben. Und wünsche euch eine gute Restwoche. Freue mich dann auf den Donnerstag, den 2. Juni, unter kraftfutter.tv auch unser Legehennen- und Eltern-TV-Webinar. Lade ich alle herzlich zu ein, natürlich auch alle Praktiker, nicht nur die Azubis, aber alle lade ich dazu herzlich ein. Wir werden interessante Themen haben, wir werden uns unter anderem mal die Selbstvermarktungsbetriebe anschauen, wir werden gucken, was braucht man für Selbstvermarktung, was für Herausforderungen sind das, was für Schwierigkeiten, aber was für Chancen hat es auch, wollen wir kurz behandeln. Dann gehen wir auf das Management in den Stellen ein und gucken uns mal an, was da noch so roundabout um die Ernährung stattfindet, gerade auch unter dem Eindruck der Ukraine-Krise. Wir haben also eine ganz vielfältige Palette an Themen, die Eierproduzenten im weiten Sinne des Wortes betreffen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und einen schönen Feiertag. Tschüss.